This isn't our day. Don't overdo no it. What's next? Demon's Bang! Don't overdo it. First day! No way! Taste like Demon Fang! Taste! Demon Fang! Demon Fang! Work! Taste! Like that! Taste! You picked the wrong guy to mess with. Give them no quarter. Never had a chance. This is a dangerous situation. Don't overdo it. Sonic thrust. Don't overdo it. First aid. Ray thrust. Don't overdo it. First aid. Demon Fang. Just as I expected. Reinforcements. Don't overdo it. Sonic Rush. Sonic Rush.
never had a chance. Reinforcements, huh? Take this! Demon Fang! Take Demon Fang! Don't open the door! First aid! Take Demon Fang! Sonic Rust! Not bad, am I? So, tut mir leid für die kleine Pause. Geht schon weiter hier. Wir versuchen hier gerade immer noch diese Steine reinzuwerfen. Ach ja, ich wollte ja da unten schauen, ob wir da überhaupt was reinwerfen können. So, schauen wir uns das jetzt mal genau an. Wir haben da Stein, da Stein, da Stein, da Stein. Ja, wir kommen. Oh, warte, da könnten wir noch einen Stein reinwerfen. Dann könnten wir hier noch irgendwo hin. Ich weiß zwar nicht, ob wir da hin müssen, aber egal. Warum nicht? So. Komm, Kratos, du schaffst es schon und machst dich schon alleine fertig, oder? Du bist hier der super Merc oder so. So, das macht uns das so viel Schaden, obwohl wir das abwehren. Ganz ehrlich, das ist unfair. So, Demon Fang. Zack. Und jetzt draufhauen. Boom und boom und boom, boom. Komm, mein fertig, mein fertig. Ganz wenig Leben, ganz wenig Leben. So, komm, beeil dich. Warum hat der Kratos verliert eigentlich nie? Oh, was kommt jetzt? Ah, jetzt hat er. Ach, jetzt hat er auch den Sonic Press drauf. Ach, hat er erst jetzt gelernt. Wie schlecht ist der denn? Ganz ehrlich, der Kratos hat einfach keine Chance gegen uns. Keine Chance. So, oder? Warte mal, wir müssen ja gar keinen Stein mehr reinwerfen. Ach, verdammt. Ja, egal, lassen wir den mal zur Reserve da oben. Stört ja keinen. So, weil da kommen wir gar nicht rüber. Ah, das ist ja blöd. Okay, dann bleibt uns ja eh keine Wahl. Und, hä? Hä? Wie? Ach so. Wartet mal. Wir werfen den Stein jetzt mal hier runter. Der sollte jetzt ja auf dem anderen drauf landen. Ach so, und dann können wir den vorschieben. Ach so. Huhuhu, schwere Rätsel hier gleich schon zu Anfang. Das ist ja grausam. So, komm. Schieben. Und so. Jetzt kommen wir hier hin. Oh, na super. Und was ist da als tolle Belohnung? Ein Gegner. Boah, glaubst du, so eine Attacke trifft mich? Mich doch nicht. So, die Zombies, die sind echt leicht zu besiegen. So. Jetzt hier kommt der Demon Fang wieder. Au! Oh, verdammt, meine Abwehr durchbrochen. Warum will sie jetzt auf den falschen Gegner an? Hey, ich will sie doch den Zombie an. So. Ich glaube, ich habe auf den R1 da gedrückt und gewechselt. So. Okay, egal. So. Weg. Ah, was machen wir jetzt gegen den Geist? Da können wir eigentlich alle nicht so gut angreifen. Egal. Drauf und kriegen wir den schon irgendwie down. Oh, was war das? Alter, hat er mir gerade 241 Leben abgezogen. Das wäre irgendwie ein bisschen sehr viel. Ich glaube, uns bleibt keine Wahl. Wir müssen hier, ein Wasser des Lebens aktivieren und zwar auf Genis. Denn Genis kann ja seine Feuerballattacke. So. Okay. Mit Genis an unserer Seite geht es natürlich schon viel leichter. Auch wenn er eh schon fast wieder tot ist. So. Kiste ist. Ein Wasser des Lebens, was wir wahrscheinlich gleich wieder. Super. Das war echt mal ein sinnvoller Kampf. Wir sind da hingegangen, haben unser Wasser des Lebens benutzt und haben ein Wasser des Lebens bekommen. Produktivität, Leute. Produktivität. So. Zwei von den Viechern machen wir noch alle. Oh, ich bin gleich tot. Kannst du mich nicht heilen? Hallo. Du bist schon ganz schön gemein, hier, mein kleiner Freund. Ich muss mich jetzt echt schon wieder heilen, Leute. Okay, das Spiel ist wirklich hart. Also, zumindest hier anfangs, finde ich persönlich.
So. Diese Golems sind halt auch irgendwie eine Stufe bis jetzt noch zu groß für uns. Und ihre blöden Rundum-Attacken immer, Mann. Oh, verdammt. Was jetzt? Abwehrverdichtung. Soll ich mal jetzt einfach mal meinen Demon Fang von 10 Meter Entfernung. Bam. Bam. So. Warum kämpfe ich nicht einfach immer so? Einfach Demon Fang immer von hier 100 Meter Entfernung und dann draufhauen. So. Der Stein noch runter. Und dann sollte noch wieder eins von den Viechern kommen. Ich habe viel zu viel von diesem blöden Stein. Ah. Kommt jetzt kein neuer? War das der letzte Stein? Das wäre blöd. Ich möchte nämlich hier auch nach rechts und schauen. Ich finde, das ist was voll Tolles. Da ist was voll Tolles, ich weiß, Leute. So. Werf mal rein und. Ein Gegner. So, mach mal Demon Fang. Demon Fang. Demon Fang. Demon Fang. Lass mich hier ruhig. Demon Fang. Demon Fang. Demon Fang. Was machst du? Ah, wir haben keine TP mehr. Okay, jetzt sind wir komplett sinnlos. Nutzlos, meine ich. Oh, verdammt, abwehrlich gebrochen. Ah, was machen wir jetzt? Ich will nicht schon wieder hier meine Items verbrauchen. Ich verbrate meine ganzen Items. Wir haben, glaube ich, auch keine. Ach, wir haben. Warum haben wir 4 Apfel gegeben? Wir hatten noch gerade noch 2 oder so. Wisst ihr, hey, hier mein kleiner Freund hier, Kratos. Möchtest du ja nicht mal irgendwie deine sinnvollen Heilfähigkeiten dafür benutzen, uns zu heilen? Irgendwie gar nicht mal so schlecht. So, okay, ein Wundermittel. Und nun gehen wir zum letzten Mal da hoch und machen den Golem einmal noch alle und dann gehen wir dahinter und ich schätze mal, da müssen wir auch hin. Wir hätten das ganze andere Zeug eh nie, wirklich gar nicht gebraucht. Das ärgert mich fast schon ein bisschen, dass wir da hingegangen sind. Ich meine, den Trank des Lebens, den haben wir eh sofort wieder verbraten und ja. Oh nein, Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! Demon Fang! So kämpft er sich richtig, Leute. Okay, jetzt draufhauen. Abhauen. Draufhauen. Abhauen. Ah, oh, danke schön. Kratos, du bist zu cool. So. Abhauen und dank! So. Das soll jetzt endlich mal der letzte sein. So, fertig gemacht. Hui. Schon hier harte Kämpfe. Zu Anfang, das ist gar nicht so gut. So. Diesmal tun wir den letzten Stein dann auch hin. Reinschmeißen und dann haben wir es jetzt auch geschafft. So. Nie wieder Golems, Leute. Schon einen neuen Hassgegner gefunden. Golems. Colette ist aber... Kotzt mir an, dass sie wirklich so schwach bis jetzt zumindest ist. Naja, wir sollen ja auch auf sie aufpassen. Machen wir bis jetzt nicht so gut, fällt mir so auf. Ist das der Mana-Ring? Ich habe schon davon gehört. Er ist ein heiliges Artefakt der Kirche von Martell. Damit sollten wir die meisten Fallen und Hindernisse überwinden können. Wow, lass mich mal versuchen. Okay, Leute. Du bist so kindisch. Mana-Ring gefunden. Verwende den Mana-Ring, indem du 4 drückst, okay? Oh! 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 Die Animation ist so schlecht, Leute. Das gefällt mir. So, für was der Ring jetzt so gut ist, weiß ich jetzt noch nicht. Also zum Überwinden von Fallen. Bis jetzt haben. Da war eine Falle, glaube ich. So, wir machen das auf unsere altbewährte gute Strategie. Demon Fang! So. Demon Fang! So, warum regeneriert sich eigentlich unser Mana durch Schläge und regeneriert sich das von den anderen auch? Das sehe ich gerade nicht so genau. Das hat schon wieder voll wehgetan. So, draufhauen. So. Sonic Crest. Sick. Schön ausgewichen. Komm, haut auf. Zack. Au. Und zack, jetzt hat mir den das gegeben. So, kritischer. Und das war's. So, jetzt ist Geist hier. Jetzt ist Geist hier dran. Wir werden auf die Geister sind. Zwar theoretisch können sie zwar hier. Also machen wir den weniger Schaden. Aber das ist ja wurscht, wenn wir sie. Wenn wir einfach weiter auf sie drauf und sich nicht wehren können. Dann dauert das halt länger. Aber es klappt auch so. So, okay. Harte Prüfung hier geschafft. Bitte ist da nicht noch ein Golem. Ich habe erstmal genug von Golems. Und dann können wir jetzt hier wieder hochgehen. Ich schätze mal, da ist irgendwo ein Rätsel. Warte, was können wir jetzt eigentlich machen? Also irgendwie das bringen tut es nicht gegen die Gegner hier. Bonusraum. Ein Apfelgel. Ein Wasser des Lebens. Und 25 Gold. Ja, Leute, in diesem Spiel hat man keine... Ich weiß nicht... Oh. Ach so. Man kann die Gegner... Das ist ja geil. Das ist ja eine geile Idee. Wir können die Gegner mit also vereisen auf irgendeine Art. Und
können die Gegner eben dazu bringen, dass sie sich nicht mehr bewegen können. Das ist sehr cool. Wartet. Okay, da hat es jetzt nicht so gut geklappt. Ah, echt coole Fähigkeit. So, wir kümmern uns natürlich wieder um unsere kleinen Schleime. Und er hat einen Spruch erlernt. Sehr cool. Bitte lass es ein Heilspruch gewesen sein. Das könnten wir gerade sehr gut gebrauchen. So. Zack. Fireball. Da fliegt der Fireball. Und da kommen meine Demon-Fangs wieder. So. Haben die alle so coole Kräfte? Ganz ehrlich, hier können wir unsere Demon-Fangs und unseren Sonic Punch hier. So. Den da. Den Sonic Thrust. Wir können hier schon zaubern und Mana und was auch immer. Okay. Jo, leg dich nicht an mit dem Typen mit dem Spielball. So. Die Prüfung für die Auserwählte. Seid ihr in Ordnung? Hey, aber warum sind im Tempel so viele Monster? Sind sie ein Teil der Prüfung für die Auserwählte? Teil der Prüfung für die Auserwählte. Wusstest du das nicht, als du dich angeschlossen hast? Natürlich wusste ich das. Es tut mir leid, es ist meine Schuld, dass ihr das erleben müsst. Mach dir darüber keine Sorgen. Schließlich soll die Welt in Frieden leben können. Zwergenregel Nummer 1, richtig? Du sollst das doch nicht immer erwähnen. Die Zwergenregel, Leute. Wo hat er die bitte aufgeschnappt, der Leute hier? Keine Ahnung. So, Demon Fan! So, einfach draufhauen. Und los geht's. So. Zack, boom, zack, boom, zack, boom. Sunfrost. Abgewehrt, schön. Kratos, möchtest du mich heilen? Was hat für ein Watt? Können wir? Nee, können wir nicht. Also, zumindest es wird wahrscheinlich irgendwie später. Boah! Schau ich das mal an? Okay, so vielleicht nicht. Aber ich glaube, wir können in der Luft schlagen. Das gefällt mir. Wir in der Luft schlagen. Komm, gerade habe ich es doch hinbekommen. Ach, egal. So, zumindest kann man auch die Charaktere wechseln, theoretisch. Und dann können wir eben hier auch die anderen Charaktere steuern, was echt eine coole Idee ist. Also, wir könnten theoretisch auch hier dann die Rolle von, weiß nicht, hier, Kratos schlüpfen. Alter, ich drehe mich immer genau um, wenn sie ihre miesen Attacken machen. So. Also Leute, anfangs ist das Kampfsystem noch sehr simpel an sich und wir haben halt nur sehr wenige Techniken überhaupt drauf, die man überhaupt aktivieren kann. Das heißt, also wenn wir mal mehrere Fähigkeiten drauf haben, dann wird es auch um einiges flockiger gehen und wir werden nicht mehr so viel Schaden bekommen bis zur Standardgegner. So, hoffe ich zumindest. Ich meine, das Spiel hier am Anfang und ich werde hier schon fertig gemacht. So, aber wir haben ja unseren Mana-Ding. Den Mana-Ring! Oh! Der Mana-Ring! Das gefällt mir so gut. Das sieht so schlecht aus einfach. So, was ist das? Ich schätze mal, dafür brauchen wir den Mana-Ring. Es ist versiegelt. Der Mana-Ring kann das Siegel sich öffnen. Okay, lasst mich nur machen. Mana-Ring! Muss ich ja noch länger draufschließen oder kommen wir schon durch? Okay, achso. Okay, gut. Erste schwere Prüfung geschafft. Oh, mehr kann der Mana-Ring nicht? Warum wird dir immer alles so schnell langweilig? Na, er kann Gegner vereisen, ist auch nicht so schlecht. So, warpen wir uns mal irgendwo hin. Keine Ahnung wohin, aber wird schon passen. This appears to be the top floor. Yes, that's the altar. Then that shining thing there must be the Crucius Crystal. That's right. They say I was born with that in my hand. Look at that light! What is that? An angel, I would assume. So, is that Colette's real father? I am Remiel. I am an angel of judgment. The time has come to awaken the goddess Martell, who sleeps at the center of the world. Awaken the goddess Martell. It's just like the legend Rain told us about. Hmm.
From this moment, Colette becomes the chosen of regeneration. We of Crucius bless this event, and hereby bestow the Tower of Salvation upon. So that's the Tower of Salvation. Now the world will be saved! Colette, the Chosen of Regeneration. I humbly accept this task. Very good. We of Crucius shall grant you the power of the angels with each seal you unlock. Once you are reborn as an angel, this eroded world shall be regenerated. Thank you. I swear on my life I will regenerate the world. First, head south to the Seal of Fire. Offer your prayers in that distant land. Yes, Lord Remiel. Oh, wait! Please wait! I have a question I wish to ask of you. Are you really my father? First, head to the Seal of Fire. Understood, my beloved daughter Colette? Father! So you really are my true father? We shall meet again at the next seal, my daughter. Dass Remiel mein Vater ist. Ist schon okay. Ich war nur etwas überrascht, sonst nichts. Das war also das Orakel. Ich wünschte, Rain hätte es auch gesehen. Und hier noch, ich möchte mit Kratos sprechen, aber mit Kratos, oder jetzt können wir mit Kratos sprechen. Colette muss nun auf eine lange Reise gehen, um die Siegel zu brechen. Du hast das Orakel erhalten. Gehen wir, Auserwählte. Oh, ja. Wir gehen schon vor. Vielen Dank, ihr zwei. Bitte kommt später bei mir vorbei. Sie ist gegangen. Das Gerücht war wahr. Welches Gerücht? Dass Colette die Tochter eines Engels ist und nicht wirklich mit ihrem Vater verwandt ist. Auch wenn man nicht blutverwandt ist, Familie ist Familie. Das ist jedenfalls meine Meinung. Tut mir leid. Hey, mach doch nicht. So, okay, Leute, macht sich Gedanken. So ist es, außer müssen wir danach zumindest dann wieder zurückkehren in das Dorf und uns dort dann wieder mit den anderen Leuten treffen. So. Engel haben also tatsächlich Flügel. Ja, yeah, genau, wie in den Aufzeichnungen der Kirche von Martell. Aber ich wette, es ist immer ein Chaos, wenn sie ihre Kleider wechseln. Wahrscheinlich. Und man muss in all seine Kleider Löcher schneiden, damit die Flügel reinpassen. Du hast dir echt den Kopf darüber zerbrochen, nicht wahr, Lloyd? Nun ja, ich meine, bist du nicht neugierig? Ich frage mich, wie sie mit den Flügeln wohl schlafen. Es ist bestimmt unbequem, ein Engel zu sein, nicht? Kann schon sein. Diese Skizze sind echt immer sehr lustig. Gefallen mir. Ja, Leute, als Engel zu schlafen ist nicht so leicht, wie man denkt. Jedes Leben hat ja auch Nachteile. So, was jetzt? Ach, Ryan ist da wieder. Wundervoll. Professor. Was macht ihr zwei denn hier? Ihr solltet doch in der Schule bleiben und lernen. Nein, ich... Tut mir leid. Du kommst auch noch dran, Lloyd. Fertig? Nein, hey, stopp!
Ah! So, ihr zwei. Wenn ihr eure Lektion gelernt habt, geht nach Hause. Die Schule ist für heute aus. Und was machst du? Phaedra hat mir erlaubt, diesen Tempel noch etwas zu untersuchen. Gewöhnliche Bürger haben nicht oft die Chance, diesen Ort zu betreten. Aber meinen Hintern versohlen. Nett. Was war denn das? Das willst du lieber nicht wissen. Dein Magen? Ich weiß es nicht. Okay, muss ich wirklich? Der hier nicht, die Luke. Was ist los? Ich habe vergessen, den Mana-Ring zurückzulegen. Dann geben wir ihn eben Phaedra. Und wenn... Nein! Aber es war so schwer, ihn zu bekommen. Es wird doch schon niemand zu Hause sein, wenn wir ihn uns nehmen. Ach komm schon, bitte! Na schön, aber du wirst damit keinen Blödsinn anstellen, oder? Niemals. Niemals, 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 niemals. Ich meine, was kann das Ding? Es kann so merkwürdige Blitze schießen, die irgendwie nichts können. Egal. So, nein, ich möchte weiter. Die Reise. Ach, so viel Dialoge kommen hier auf uns zugeschwemmt. Was wir Colette jetzt wohl machen? Der Engel hat ihr befohlen, die Seele zu die Siegel zu brechen. Dann wird sie zu einem Engel. Also wird Colette das Dorf verlassen? Jo, so hört sich das genauer an, dass Colette nun eben ihr Schicksal annimmt und eben ein Engel wird. Hört sich cool an, aber natürlich auch traurig, dass sie dann eben immer hier in den Dorf sein wird. So, Leute. Wir sollten hier nicht gegen die ganzen Gegner kämpfen, wenn wir hier gerade zu so wenig. Nur hier zu zweit sind und nicht mehr zu viert. So, mach mal hier. Oh, blöde Taube hier. Taube, wie komme ich auf Taube? Biene, Wespe, ekliges Viech da. Taube. Taube. Wie bitte komme ich auf Taube, Leute? Bin schon merkwürdig. Okay, dann würde ich sagen, nein, ich möchte nicht in den Tempel von Martell. Wir gehen jetzt weiter und so. Oh, sind alle Gegner neu gespawnt? Ach, das Ding schaut uns einfach nur an. Das ist ein cooler Schleim, Leute. Ich finde das, also, das kotzt mich irgendwie ein bisschen an, dass halt die Gegner einfach alle nur Schleime sind. Also, dass man da sich irgendwie nicht geleistet hat, irgendwie das zu machen und, also irgendwas Sinnvolles da zu machen. Irgendwie ein Gegner halt einfach. So, ein Schlag und wir sind tot. Deswegen machen wir jetzt einfach wieder Demon Fang. So, und jetzt hauen wir auf den Hasen drauf. So, kein Problem. So, und also, irgendwie finde ich es merkwürdig. Und was mich ein bisschen nervt, dass die Gegner reinploppen. Ich habe mir eine Review zur Vorbereitung hier angeschaut und da wurde mir gesagt, dass das einfach 1:1 aus der originalen Version übernommen wurde. So, gegen dich müssen wir nicht kämpfen. Ach, du greifst uns nicht an, du bist nett. So, auf nach Isla wieder. So. Gibt es hier sowas wie einen Inn, irgendwas, wo man kurz mal hier 5 Minuten ausruhen können und Leben generieren können? Das wäre echt super. Sprechen wir erstmal, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und Leute, ich würde sagen, der Part ist ja schon wieder 1/2 Stunde lang, da können wir schon wieder einen kleinen Cut machen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder mit Let's Play Tales of Symphonia Chronicles. Bis dahin, ciao!